Ich rufe Tagesordnungspunkt 41 auf, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Da gibt es die Mitteilung der LINKEN, dass zwei Petitionen getrennt abgestimmt werden. Das machen wir. Es ist die Petition 27/68/19. Ich lasse zuerst über diese Beschlussempfehlung abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP und auch SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann rufe ich die Petition 3083/19 auf. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung ebenfalls angenommen worden. Danach stimme ich über die Beschlussempfehlung Drucksache 19/4382 im Gesamten ab. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, LINKE und FDP. So, somit hat das gesamte Haus entschieden. Diese Beschlussempfehlung ist angenommen worden. Nun rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 19, Beschlussempfehlung und Bericht. Ich frage, kann ich die Kurzform wieder wählen? Vielen Dank, dann machen wir das so. Dann brauche ich ein bisschen Konzentration. Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4094 zu 19/3738. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, FDP und DIE LINKE somit angenommen worden von allen Fraktionen. Dann Top 29, Beschlussempfehlung und Bericht. Drucksache 19/4374 zu 19/4104. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, FDP, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, LINKE habe ich jetzt noch nicht gesehen. Nicht. Okay. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 30, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4375 zu 19/4105. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion von FDP und LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 31, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4383 zu 19/3527. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 32, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3384 zu 19/3881. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Fraktionen von der SPD. Wer enthält sich? Die FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Drucksache Top 33, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4385 zu 19/4106. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? FDP. Wer enthält sich? Fraktion der SPD. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 34, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4387 zu 19/3633. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 36, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4389 zu 19/4276. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? SPD und FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 37, Beschlussempfehlung und Bericht, 19/4390 zu Drucksache 19/4327. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 38, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4398 zu 19/3482. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP. Wer enthält sich? SPD und DIE LINKEN. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 39, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4399 zu 19/3605. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD und FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit haben wir alle Beschlussempfehlungen behandelt. Wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung. Wir unterbrechen bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Arbeitstag oder eine freie Zeit. Hey, Fasspunktlandung.